Ich bin durch meinen Vater zum Blutspenden gekommen, also schon von klein auf war ich da immer mit dabei und habe mit zugeguckt und so war es dann eigentlich selbstverständlich, dass ich mit 18 selber mit anfange und jetzt bin ich seit knapp 4 Jahren dabei. Ich selber darf nicht mehr spenden, also ich nehme zu viele Medikamente, mein Blut kann nicht mehr gebraucht werden und ich kann einfach mit dieser Blutspende nicht helfen und deswegen ist es mir wirklich wichtig, in dieser Sache gebraucht zu werden. Also ich fühle mich tatsächlich gebraucht und hoffe, dass ich etwas bewirken kann. Ich bin dann sehr krank geworden und habe vor 21 Jahren eine Lebertransplantation gehabt. Und aufgrund dieser Transplantation, einer mehrstündigen Operation, habe ich viel Blut verloren und musste dadurch mit Blutkonserven ausgeglichen werden, beziehungsweise der Blutverlust musste mit Blutkonserven ausgeglichen werden. Ja, das war so meine erste Erfahrung. Und 2014 wurde bei mir Blutkrebs festgestellt und ich habe 2015 und 2016 jeweils eine Stammzelltransplantation erhalten und habe auch, um wieder fit zu werden, habe ich auch Blutspenden erhalten. Also ich weiß nicht, wer Blutspender für mich war, aber wenn Tino das gewesen sein könnte, ist das natürlich ein cooles Gefühl, ja. Es gibt so ein bisschen Verbundenheit. Ja, tatsächlich, mein Großvater hatte auch Leukämie und das haben wir 2,5, 3 Jahre mit begleitet und da habe ich natürlich auch aus erster Hand gesehen, wie halt die Form sich verändert von an Tagen, wo es dann Bluttransfusionen gab, war das quasi ein komplett anderer Mensch. Man hat gemerkt, es war wieder mehr Energie drin, man konnte vernünftiger miteinander reden. Und so halt dann selber zu sehen, wie dieser Unterschied ist, den man leistet, ist dann schon natürlich auch eine Zusatzmotivation, selber wieder hinzugehen. Also die Zeit bis zu meiner Lebertransplantation war sehr hart und anstrengend, weil man nicht wusste, was ich überhaupt habe. Und irgendwann wusste man, was ich habe und dann kam halt diese große Operation und die Blutkrebserkrankung, das war ein Schock, aber ich habe gesagt, ja, und jetzt, wie gehen wir weiter vor? Und da musste erstmal ein Spender gesucht werden, der tatsächlich auch für mich als Stammzellspender in Frage kommt. Das ging dann relativ schnell. Und ja, man muss das tatsächlich verarbeiten. Das ist auch so eine Kopfgeschichte. Und war mit viel Hoffnung, viel Traurigkeit. Also es war immer so ein Mix aus, wie geht's weiter? Also auch ein Hoffen und Bann. Jeden von uns kann es selber treffen. Egal ob junger Mensch oder alter Mensch, es kann in verschiedenen Situationen kommen und wenn man selber schon mal vorsorgt und Blut spendet, dann ist die Chance natürlich auch höher, dass später andere Leute auch für einen Blut spenden. Ich finde das sehr wichtig, dass junge Menschen auch Blut spenden, weil ich glaube, gerade im jungen Alter ist der Körper noch sehr fit, man steckt das Geld gut weg, es ist ein kleiner Zeitaufwand. Die ersten 2, 3 Male war ich schon sehr nervös, aber das legt sich dann mit der Zeit. Das Gefühl von der Nadel im Arm, das wird nie wirklich schön, aber man gewöhnt sich dran und dann geht das nach 2, 3 Malen auch alles sehr gut. Man kennt das dann ja.